Einen schönen guten Morgen wünscht euch euer Pastor Klaus. Und wir machen weiter in den Sprüchen, und zwar lese ich heute Sprüche 1, die Vers 20 bis 33. Da heißt es dann: Die Weisheit klagt draußen und lässt sich hören auf den Gassen. Sie ruft in den Eingang des Tores von unter dem Volk und sie redet ihre Worte in der Stadt. Wie lange wollt ihr unverständig sein und die Spötter Lust zu spöttern haben und die Ruchlosen die Lehre hassen? Kehrt euch zu meiner Strafe. Siehe, ich will euch heraussagen meinen Geist und euch meine Worte kundtun, weil ich denn rufe und ihr weigert euch. Ich recke meine Hand aus und niemand achtet darauf. Und lasst uns fahren allein meinen Rat und wollt meine Strafe nicht. So will ich auch lachen in eurem Unglück und euer Spotten. Denn da kommt, was ihr fürchtet. Wenn über euch kommt wie ein Sturm, was ihr fürchtet, und euer Unglück als ein Wetter, wenn ihr euch Angst und Not kommt, dann werden sie nach mir rufen, aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich suchen und nicht finden. Darum, dass sie hassten die Lehre und wollten des Herrn Furcht nicht haben, wollten meinen Rat nicht und lästerten all meine Strafe. So sollen wir essen von den Früchten ihres Wesens. Entschuldigung, so sollen sie essen von den Früchten ihres Wesens und ihres Rats satt werden. Was die Unverständigen gelüstet, tötet sie. Und der ruchlosen Glück bringt sie um. Wer aber mir, damit ist Jeschua vor der Menschwerdung gemeint, gehorcht, wird sicher bleiben und genug haben und kein Unglück fürchten. Immer wieder kann ich nur betonen, wie sehr ich die Sprüche doch liebe. Da stecken tiefste Wahrheiten drin, die man auch sehr gut im Neuen Testament finden kann. Was wollt ihr wählen, fragt dieser Text. Die Weisheit lässt ihre Stimme erschallen und sie bietet sich den Menschen an. Doch wer hört auf sie? Für Weisheit können wir auch Gott einsetzen. Denn nur er ist die Wahrheit. Nur er ist der wahrhaft Weise, und alle Weisheit, die kommt von ihm. Er versucht Menschen seinen Weg, den Weg des Glücks, der Freiheit und der echten Freude schmackhaft zu machen. Er möchte die wahre Weisheit lehren, doch die Menschen weigern sich. Sie weigern sich, seinem Wort Gehör zu schenken. Ja, seine Wege scheinen ihnen töricht. Denn sie besitzen keine göttliche Weisheit. Darum kommt Unglück und Schrecken über sie, weil sie den Weg Gottes
den Weg des Glücks verworfen haben. Und wie steht es mit dir? Erkennst du den Willen Gottes und das Angebot göttlicher Weisheit als Segen? Oder wendest du dich davon ab, als hätte dir das alles nichts zu bieten? Leider hat die Torheit dieser Welt auch viele Gotteskinder ergriffen. Sie lesen zwar in der Bibel, aber verstehen nichts. Ja, sie zitieren sogar und haben nichts begriffen. Doch wer nimmt denn Gottes Ermahnung und Angebot noch ernst? Man scheint nach der Welt, schielt nach der Welt und möchte sie genießen, zugleich aber auch den Himmel erlangen. Das Wort Gottes wird verdreht und umgedeutet, und wer es noch wörtlich nimmt, der wird als gesetzlich oder gar als Fundamentalist bezeichnet. Ja, es ist so weit gekommen, dass jemand lebt, sich kleidet und aufputzt wie die Welt, dies akzeptiert und sogar nachgemacht wird. Kleidet sich aber jemand, wie es nach der Bibel richtig wäre? Oder möchte man in anderer Weise Gott gehorsam sein? Dann kann es sein, dass man zur Rechenschaft gezogen wird für sein Tun. Die Welt steht eben heute auf dem Kopf, und auch spielen und auch vielen, die sich Gotteskinder nennen, haben das Gespür für die Weisheit Gottes verloren. Woher kommt das? Die göttliche Weisheit fehlt. Man denkt und urteilt menschlich und vergisst, dass uns Gottes Wort zuruft, denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Es wird Zeit. Ja, es wird höchste Zeit, dass die Gotteskinder wieder lernen, in göttlichen Bahnen zu denken, göttliche Ermahnungen anzunehmen und die Weisheit Gottes die Herzen zu öffnen. Wenn wir uns für die Weise dieser Welt entscheiden, handeln wir töricht. Und werden wir in Schwierigkeit kommen oder uns sogar das ewige Leben verscherzen, entscheiden wir uns für Gottes Willen und Weisheit, so werden wir Segen, Leben, Heil und Glückseligkeit erlangen. Hör auf, immer zu meinen, du wüsstest alles genau, du wüsstest alles am besten. Komm und folge dem lebendigen Gott, der uns in aller Weisheit lenkt und leitet. Bitte Gott um Weisheit, so steht es auch im Jakobusbrief: Wen da Weisheit mangelt, der bitte Gott. Was willst du wählen? Die Weisheit oder das törichte Leben? Gott oder die Welt? Die Entscheidung musst du treffen. Besser gesagt, wenn du Gott noch nicht hast, bist du sowieso in der Welt und auf dem Weg in die Verdammnis. Es ist ein unsinniges Geschwätz, wenn jemand sagt, du musst dich entscheiden für Gott oder für Gott. Für den Teufel muss sich niemand entscheiden. Ohne Gott gehörst du dem Teufel, du bist sein Spielball.
Darum sag Ja zu dem lebendigen Gott und du dringst durch zur göttlichen Weisheit, zur Kraft und zur Gnade des Himmels. Ich wünsche dir für den heutigen Tag Jahwes reichen Segen. Amen.